Alter, was geht ab, Leute, Junge? Hinter mir seht ihr die Massen. So, Dugirate, die erste Folge. Oder eine der ersten. Wenn irgendwas Neues kommt, kommen die Leute wieder raus. Schauen wir mal. Ein paar Sachen zu Lugia wurden bekannt gegeben. Shiny ist am Start. Blend hier ein. Und anscheinend hat Shiny 100% Fangrate. Das heißt, wer einen 100er Shiny bekommt, der hat ausgesorgt. Keine Angst, kein Eier schlackern, der bleibt drin. Schauen wir mal. So, werden wir auf die Leute warten. Counter. Der ist Flugpsycho. Das heißt, Gestein, Geowatts, so wie immer Geowatts krasseste. Problem ist, wenn Lugia Hydro-Pumpe kann. Aus irgendeinem Grund kann der Hydro-Pumpe. Dasselbe gilt natürlich für Despotar. Biss, Knirscher oder Steinkante, ist egal. Aber auch der wird von Hydro-Pumpe gefistet. Ansonsten. Gute Counter. Gegen Flug natürlich Donner, Raikou und noch ein paar andere, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Werden wir jetzt sehen, was mir vorgeschlagen wird. Yo! Mein neu entwickeltes Stolos. Ah, den schmeiß ich weg, der ist endschlecht. Weg mit dir. Geist natürlich auch, gut gegen Psycho. Mewtwo. Jo. Mauzi, Pikachu, Radfratz. So. Hier sind wir noch genug Gelbe, genug Leute, also Gelb und Rot. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Lugia Raid. Den haben wir nicht geschafft. Das war leiden. So. Krasses Team. Wo wir es nicht geschafft haben, da waren wir sogar 16 Leute oder so. Das war krank. Und Fangrate wurde erhöht. Fangrate von Lugia und Ho-Oh waren eigentlich 2%. Und Zapdos, Arctos, Entei, Suicune und sowas war glaube ich bei 3. Also vielleicht wurde der auf 3 erhöht, weil da stand nur erhöht. Und Mewtwo ist bei 6, also keine Ahnung. Vielleicht auch auf 6, aber das ist unwahrscheinlich. Und Himmelsfeger zockt jetzt 80 ab anstatt 70. Also verbessert 10. Und das waren eigentlich alle Infos. Auf geht's! Die neue Attacke Skytech, also was heißt neue verbesserte. Gegen die ist übrigens Geowatt sehr gut, weil er ja Gestein ist. Menge Stolos am Start hier. Mach mal auf. Ja. Mach mal raus. Cut. So, zweiter Versuch. Mein Geico ist tot. Und ihr wisst, ich habe keine Beleber am Start. Deswegen muss ich diesmal Mewtwo auspacken. Die Fast Attack natürlich nicht effektiv. Psycho. Und dafür Spukball. Ich frage mich, ob YouTube überhaupt so krass ist. Also einstecken tut er auf jeden Fall viel weniger als Raikou.
besser als mein, den ich jetzt habe, aber trotzdem nicht so toll. Und nicht shiny auch noch. Okay. Guy ist immer noch richtig komisch riesig bei dem. Okay, okay, okay. Lernphase hier. Okay. So. That's it. Okay, ich habe keinen Plan, wie man wirft. So. Weil der Kreis wird kleiner, obwohl Funk kriegt und so. Ich bin echt ein bisschen verwirrt worden. Okay. Aber es reicht erstmal. Muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich bin echt verwirrt. Tag 15. Was will man mehr? So, das war's. Luke gefangen. Lief besser als beim ersten Mal, wo er da war. Auch wenn ich es immer noch nicht raus habe, wie man den am besten fängt. Muss ich auf jeden Fall noch üben. Shiny 100% Lugia. Also nicht Shiny 100%, aber Shiny Lugia ist bestätigt, hat eine 100% Fangrate. Das heißt, wenn ihr ein Shiny Lugia habt, keine Sorge, nicht nervös sein. Einfach gelbe Berge, 6 Bonbons und ein Shiny habt ihr dann. Glückwunsch. Und auch Glückwunsch an alle, die jetzt schon ein Shiny gefangen haben, die mir ihre Bilder geschickt haben. Freut mich für euch. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.